Hallo miteinander, ich bin Dave Dolle vom Dolle Gym, da für SI Online. Faszien ist das Thema. Wir haben Faszienrollen schon angeschaut. Wir haben geschaut, was für Hilfsmittel das man nutzen kann, um Faszien zu behandeln. Jetzt wollen wir schauen, wie tut man Faszien dehnen. Muskeldehnen kennen wir schon. Muskel geht zum Beispiel da unten, man kann die Wade dehnen, so anstehen, die Wade so dehnen, man kann die Adduktoren dehnen, die Innenseite vom Oberschenkel, indem man es so macht, oder man nimmt hinten das Bein auf, um da vorne zu dehnen. Das sind alles Muskeldehnungen. Weil aber die Faszien nicht segmentell sind, sondern durchgehend, kann man natürlich sich so dehnen, dass nicht nur da unten oder da über den Rumpf. Und jetzt, weil ich weiss, es geht an sich beim Arm noch weiter, kann ich den Arm noch strecken. Und jetzt habe ich eine ganz lange Linie von dieser Hand, da diagonal da drüber, und kann da zum Beispiel weiter in einen seitlichen Ausfallschritt gehen. Das ist eine andere Dehnung, als wenn ich die Hand drunter lehne und zum Beispiel nur das mache. Faszien ist durchgehend. Ich versuche also ganz eine lange Linie zu machen und dann in dieser langen Linie mich dann noch zu bewegen, damit die ganze Faszienschicht so bewegt wird. Das macht geschmeidig, das reduziert Schmerzen, das macht leistungsfähig. Wenn ich sogar hier oben meine Hand abwinkle, dann dehne ich die Faszien noch mehr dehnen, über die ganze Länge hinweg. Und dann, wenn ich da bin, kann ich ruhig versuchen, noch etwas mehr in die Dehnung hineinzugehen, damit ich die ganze lange Linie habe. Zum Illustrieren habe ich hier jetzt das Gummiband hinten aufgenommen. Es gibt wirklich eine Faszienlinie, wo man kann sagen, eine Bindegewebslinie, die recht zäh ist und von der Fußsohle hinten raufgeht, ganze Oberschenkel durch, dann da über den Rücken hinweg, ganz oben durch, über den Nacken und endet etwa da vorne am Kopf. Ja, dann haben wir den Kopf runter. So. Und dann gehen wir da schön vorne runter. Und dann ist wichtig, dass die Knie gestreckt sind. Manchmal will man sie dann beugen, aber man sollte sie gestreckt behalten. Dann hat die ganze Linie ein bisschen mehr drauf. Und dann kann man sogar hier mit dem Kopf. Ja, das ist für die ganze hintere Linie. Kann man natürlich auch verbinden mit Rotation. Wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen. Voraussetzung ist, man hat keine akuten Rückenschmerzen. Man will können alles durchbewegen. Was auch zu der Faszie gehört, weniger zu der Faszie, mehr zum Bindegewebe, ist zum Beispiel Bandscheiben. Bandscheiben brauchen Bewegung. Bandscheiben brauchen Bewegung in die Richtung, aber noch viel mehr brauchen sie Bewegung in die Streckung. Für die Regeneration der Bandscheiben unbedingt öfters strecken. Wir kennen das, wir stehen auf und wir strecken uns. Ah, und es fühlt sich gut an. Auch da, wenn die Arme hochgehen, dann wird die ganze vordere Linie schön in die Länge gezogen. Das ist vom Feinsten. Worauf man achten will, beim Dehnen von der Faszie, also nicht nur beim Dehnen von der Muskulatur, sondern Dehnen von der Faszie, ist, dass man lange Linien machen will. Man will versuchen, eine Dehnung zu machen, wo man von der Fußsohle vorne durch bis in die Fingerspitze spürt oder von der Fußsohle hinten durch bis vorne in den Kopf oder sogar in die Fingerspitze und dann allenfalls auch noch ein bisschen Rotation reinbringen. Das fasziale Dehnen ist nicht sehr dynamisch. Also vielleicht in die Dehnung hinein ganz leicht bewegen. Faszientraining, das hingegen ist eine andere Geschichte. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.